Seit er erstmals sprach, ringt der kleine Kevin um Worte. Er leidet unter sogenannter Dyspraxie, einer Störung der Koordinationsfähigkeit. Doch dank seines Freundes Cosmo macht er nun eindrucksvolle Fortschritte. Seine Lehrerin hat mir erzählt, dass er sich in der Klasse meldet, um Fragen zu beantworten. Das hat er zuvor nie getan. Er hat einen viel stärkeren Willen zu sprechen. Cosmo übt mit Kevin einfache Verhaltensregeln und Körperbewegungen ein. Der Junge lernt Bewegungen des Roboters nachzumachen und Cosmo macht seine Bewegungen nach. So baut Kevin Muskelmasse auf und lernt koordiniert Motorik. Ob die Methode effektiver ist als eine herkömmliche Therapie, ist unklar. Mehr Spaß macht sie auf jeden Fall. Wir bauen eine wechselseitige Beziehung auf und diese funktioniert umso besser, je mehr sich die Kinder mit dem Roboter identifizieren. Kevin oder Kinder, die unter Autismus leiden, können durch den Roboter wesentliche Entwicklungsschritte machen. Wir hoffen, dass wenn ein Kind beginnt, sich mit einem Roboter auszutauschen, das ist, was hier passiert, dass es dann in einem zweiten Schritt auch anfängt, mit anderen Kindern und Erwachsenen zu kommunizieren. Roboter als Helfer in der Medizin sollen auch bei Verhaltensstörungen oder selbst Kinderlähmung eingesetzt werden. Einsatzgebiete gibt es nicht nur bei Kindern. Entwickler arbeiten an diesem Roboterhandschuh, der Handbewegungen aufzeichnen kann. Nutzer sollen per Zeichensprache mit Computern kommunizieren können.